So, hi, hi Leute, der letzte Tag im Jahr 2023. Ich bin jetzt noch mal kurz im Obstgarten, weil ich mal was ausprobieren möchte. Und zwar habe ich hier von Nordic Pocket Saw so eine Handkettensäge dabei. Hier die Premium-Variante in Ledertasche. Kommt in so einer Papierschachtel, Karton. Holen wir mal raus. Hier eine Ledertasche. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. Ich hoffe, man kann es sehen. Schön verarbeitet. Schön vernäht. Schwedisches Leder, pflanzlich gegerbt. Jetzt machen wir das Ganze hier auf. Und hier kommt die Säge raus. Na. Auch hüben und drüben mit zwei Lederriemen zum Anpacken. Insgesamte Länge haben wir hier, also in der Mitte, 65 cm. Von hier nach hier 65. Normalerweise habe ich ja oft die Silky Big Boy dabei mit einem 360er Blatt. Ja, hier bräuchte man dann, um wahrscheinlich dasselbe zu haben, natürlich von der Länge her dann die Katana Boy 650. Und jetzt wollen wir das Ganze mal testen. Gewicht sind wir hier bei der reinen Säge 150 Gramm und das Lederetui wiegt auch mal so ungefähr 100 Gramm, also wir kommen auf ungefähr 250 Gramm. Die ganzen Sägen gibt es auch nochmal in einer einfacheren Ausführung ohne Leder dann. Das ist dann Nylon rechts und links und ein Nylon-Etui. Man muss sich natürlich ein bisschen um die Sägen kümmern, wenn man sie benutzt. Jetzt ist Regenwetter. Am besten danach ein bisschen einölen. Und jetzt schauen wir mal, jetzt habe ich hier, das müsste Ahorn sein. Ich hoffe, man hört es. Also das ist jetzt kein morsches Holz, das ist hartes Holz. Und jetzt schauen wir halt einmal, wie sich das Ding da durchbeißt. Ob und wie. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob ich das mit meinen Schultern hinbekomme, weil ich habe eigentlich ein bisschen Schulterprobleme. Wir fangen erst einmal an, ein bisschen. Da fliegen ganz schön die Späne. Zack und durch. Schnittbild, schönes Schnittbild. Das funktioniert tipptopp. Strengt natürlich ein bisschen an. Ich bin jetzt aber auch nicht vollkommen außer Atem. Wenn man jetzt zu zweit oder so ist, kann man sich auch mal abwechseln. Schau mal hier, bisschen dünner, aber vom Klang her, wie man hört, nochmal um einiges härter, also das ist richtig hart. Jetzt schauen wir hier auch nochmal. Setzen wir an. Machen wir für erst ein wenig langsamer wieder. Und da fliegen richtig schön die Späne raus. Ja, da merkt man schon, es ist um einiges härter. Puh. Aber auch schön durch. Schönes Schnittbild. Also funktioniert richtig gut. Ab und zu muss man sich natürlich hier, schon jetzt bin ich doch ein bisschen außer Atem. Es geht aber mit meinen Schultern. Deswegen habe ich auch immer die Silkies benutzt, weil gutes Werkzeug, da muss ich halt nicht so viel arbeiten, ich lasse einfach nur das Werkzeug für mich arbeiten. Das hier ist natürlich ein bisschen anstrengender, aber es funktioniert. Es funktioniert erstaunlich gut. Ich habe eigentlich jetzt eher gedacht, besonders hier bei dem dickeren,
dass wenn dann das Eigengewicht ein bisschen runterdrückt, gut, das habe ich kurze Dinger gemacht, aber da ja dieses Blatt hier doch relativ dick ist, Blatt, so ein Käse, Kette, ich zeige es euch mal von der Seite, ne, also wie man es halt von der Kettensäge kennt, richtig schön dick, und dadurch hat das Holz natürlich auch einiges an Möglichkeit, dass wir einen dicken Spalt haben. Ne? Nachschärfbar auf jeden Fall, mit einer Feile ein bisschen nachschärfen. Ab und zu mal wird einige Zeit dauern, bis man es mal nachschärfen muss. In diesem Lederetui hier, ich zeige es euch nochmal von nahem, im offenen Zustand. Richtig klasse. Also gefällt mir ziemlich gut. Vielleicht nehme ich das Ding jetzt auch mal öfters mit raus und nicht die Big Boy, weil vom Platzangebot her, obwohl die Big Boy, die nimmt ja auch keinen Platz weg. Packen wir es mal wieder ein. So. Die Big Boy, die habe ich halt immer aufrecht im Rucksack eigentlich stehen, die 360er, passt im Jäger M wunderbar rein. Hat mir bis jetzt eigentlich immer gereicht, aber da ist man halt trotzdem noch mal ein bisschen kleiner unterwegs. Vielleicht auch eine andere Tasche, die ja nicht ganz so schwer ist. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall nach der Benutzung legt die Kette nicht einfach dann irgendwo ins Eck und vergesst es für ein halbes Jahr, sondern tut einfach mal einen Tropfen Ballistol oder Öl halt hin. Wenn ihr selbst nicht mit einer Feile das schleifen könnt, könnt ihr das auch, ich denke, bei der BayWa vorbeibringen, bei irgendeinem Kettensägenhändler, der Stiel oder Husqvarna vertreibt. Die schleifen ja auch für die Stiel und für die Kettensägen die Ketten. Soll dann eigentlich auch kein Problem sein, wenn man es nicht selbst kann. So. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen letzten Tag im Jahr 2023. Kommt gut ins neue Jahr, in 2024 rein. Feiert schön mit euren Liebsten und ein gesundes und gutes neues nächstes Jahr 2024. Ich wünsche euch was, euer Tobi. Ciao, Leute.